Ein weiterer Punkt der chemischen Energiespeicherung ist die Methanisierung, das heißt also die Synthese von Erdgas. Auch diesen Prozess wollen wir uns einmal ansehen. Also wie funktioniert die Methangewinnung? Diese Methangewinnung, das heißt also CH4 als Prozessgas, wollen wir erzeugen. Auch dieses Verfahren, der sogenannte Sabatier-Prozess oder die Sabatier-Reaktion, wird genutzt, um durch Einsatz von elektrischer Energie aus Prozessgasen am Ende das Methan, also das CH4, zu erzeugen. Diese Reaktion läuft zweistufig ab. Wir haben also zunächst als ersten Prozessschritt oder als erste Reaktion nutzen wir Wasserstoff und Kohlendioxid. Diese Reaktion führt dazu, dass wir einmal Kohlenmonoxid bekommen und Wasser, also H2O. Das heißt, auch hier wichtig zu beachten, für diese Methangewinnung ist Wasserstoff als Prozessgas nötig. Dieses Methan muss also vorher, dieser Wasserstoff muss also vorher schon gewonnen werden oder bereitgestellt werden, um diesen Sabatier-Prozess durchlaufen zu können. Die zweite Reaktionsgleichung sieht folgendermaßen aus, dass man also nun dieses Kohlenmonoxid nimmt, das CO, und erneut Wasserstoff zuführt, also in Gasform, und dabei erhält man CH4, das heißt, also hier haben wir dann unser Methan oder das Erdgas, das synthetische Erdgas plus H2O. Das heißt, die Gesamtreaktion sieht also folgendermaßen aus. Gesamtreaktionsgleichung, dass wir also vier Teile Wasserstoff brauchen plus Kohlendioxid, CO2, und erhalten am Ende CH4 plus 2 H2O. Diese Reaktionsgleichung im umgekehrten Verlauf, das heißt also aus Methan und Wasser, lässt sich Wasserstoff erzeugen. Das ist die moderne oder die typische Reaktionsgleichung, die genutzt wird, um Wasserstoffgas zu produzieren, indem in industriellen Prozessen aus Methan, also typischerweise aus fossilem Erdgas, dann Kohlendioxid entsteht und als Endprodukt das Wasserstoffgas erzeugt wird. An sich ist diese Methangewinnung ebenfalls eine relevante Größe in zukünftigen Energiesystemen, da man nun durch überschüssige Energie aus Photovoltaik- und Windanlagen zunächst in einem ersten Schritt Wasserstoff erzeugt und diesen Wasserstoff dann weiterverarbeiten kann zu Methan und dieses Methan dann in bestehende Erdgasnetze einspeisen kann. Dieses Methan kann direkt verbrannt werden in Gaskraftwerken, in Gaskesseln, das heißt also zur Rückverstromung in Blockheizkraftwerken, zur Wärmeerzeugung in Gaskesseln oder auch in Blockheizkraftwerken oder als Prozessgas in der industriellen Fertigung. Das heißt also dieses sogenannte Power-to-Gas, wie es mittlerweile genannt wird, ist also ein Verfahren, um in zukünftigen regenerativen Energiesystemen überschüssige Energie zu nutzen aus Photovoltaik und Wind. Das heißt, also, wie sieht das Konzept aus? Zeichnen wir uns das nur auf. Also die Windanlagen oder alternativ die Photovoltaikanlagen, die produzieren nun beide elektrische Energie. Die wird zunächst genutzt zur Versorgung des Energiebedarfs, das heißt also, das wird eingespeist ins Stromnetz, versorgt damit natürlich die Haushalte oder Industriebetriebe. Und was nun erfolgen kann, ist, dass überschüssige Energie gespeichert werden kann, jetzt nicht nur einmal natürlich in Batterien, also elektrochemisch,
Das ist natürlich die eine Variante, dass das in elektrochemischer Form in Batterien gespeichert wird, sondern dass man diese elektrische Energie nutzt zur chemischen Energiespeicherung, das heißt also zur Gewinnung von Methan und Wasserstoff, also H2 und von CH4 als Folgeprodukt über diesen Sabatier-Prozess lässt sich das also erzeugen und in Gaskavernen, in Gasspeichern speichern, um es dann wieder rückzuverstromen. Also das ist eine Variante. Das heißt, wir haben hier eine Rückverstromung in einer Brennstoffzelle oder in einem Gaskraftwerk. Alternativ kann man das Gas natürlich auch nutzen, das Methan insbesondere zur Wärmebereitstellung. Das heißt, das wäre die Variante, dass man dieses Gas nun nutzt und daraus dann das umwandelt zu Wärme. An sich, dieser ganze Prozess wird dann also das Power-to-Gas. Das heißt also, elektrische Leistung wird umgewandelt in ein Gas, in eine chemische Form, um dieses Gas dann zu speichern, weiter zu verarbeiten und dann wieder rückzuverstromen. Stellt man nun Wasserstoff und Methan einmal gegenüber, lassen sich folgende energetische Kenngrößen unterscheiden. Also wir haben einmal das H2, den Wasserstoff, und das CH4, das Methan. Also einmal die Gasdichte unter Normalbedingungen, das heißt also bei 0 Grad Celsius und Atmosphärendruck, also 1,013 bar. Da haben wir also die Gasdichte, das ist bei Wasserstoff 0,0899 Kilogramm pro Normkubikmeter. Das Methan hat natürlich eine höhere Dichte, 0,7175 Kilogramm pro Normkubikmeter. Dann lassen sich Heiz- und Brennwert unterscheiden, also der spezifische Heizwert. Das lässt sich hier unterscheiden. Das wären beim Wasserstoff sind das 3,0 Kilowattstunden pro Normkubikmeter beziehungsweise entsprechend 33,3 Kilowattstunden pro Kilogramm. Bei Methan etwas größer. Wir haben also bei Methan einen spezifischen Heizwert von ungefähr 10 Kilowattstunden pro Normkubikmeter beziehungsweise dann knapp 14 Kilowattstunden pro Kilogramm. Der Brennwert bei beiden ist etwas größer. Wenn wir uns den spezifischen Brennwert nochmal ansehen, bei beiden Gasen, das sind dann 3,3 Kilowattstunden pro Normkubikmeter, beziehungsweise dann sind es hier 11,0 Kilowattstunden pro Normkubikmeter. Entscheidend beim Vergleich dieser beiden Gase ist natürlich, wie hoch sind die Gestehungskosten? Also was kostet die Herstellung dieser beiden Gase? Da muss man unterscheiden, wo stehen wir einmal fossil, also heute, weil die Gase natürlich primär fossil hergestellt werden. Da liegen wir beim Wasserstoff im Bereich von 0,4 bis 0,5 Euro, das heißt 4 bis 5 Cent pro Kilowattstunde. Entsprechend lässt sich das noch umschreiben. Das sind so um die 1,34 Euro pro Kilogramm. Beim Erdgas, das ist dann meistens dann einfach ein Import. Da liegen wir bei 0,025 Euro, also 2,5 Cent pro Kilowattstunde als zugeführtes oder als importiertes Gas. Wenn wir diese Gase nun erneuerbar herstellen wollen, und das ist natürlich die Zukunft in den künftigen Energiesystemen, dann liegen wir im Moment beim Wasserstoff bei 25 bis 30 Cent pro Kilowattstunde Energie, beziehungsweise sind das so 8 bis 10 Euro pro Kilogramm. Dort sind natürlich Preissenkungen zu erwarten in den nächsten Jahren durch die technologische Entwicklung. Im Moment ist das so die Größenordnung, von der man ausgehen muss. Beim synthetischen Methan, da kommt es auch so ein bisschen auf die Verfahren an und die Prozesse, da liegen so bei 0,04
4 bis zu 0,50 Euro, also 4 bis zu 50 Cent pro Kilowattstunde. Und dann natürlich die entscheidende Frage für die Energiespeicherung und dann die Rückverstromung. Wie sieht es mit dem Wirkungsgrad bei der Rückverstromung aus? Das heißt also, wir erzeugen aus elektrischer Energie zunächst das Wasserstoff oder das Methangas und verbrennen es dann wieder, wandeln es in einer Brennstoffzelle um. Wie sehen da die Wirkungsgrade aus? Natürlich jetzt abhängig von der Technologie sind wir also beim Wasserstoff bei 34 bis 44% in der Größenordnung. Bei Methan ist es etwas schlechter, dadurch, dass wir das aus dem Wasserstoff oder das Wasserstoff als Prozessgas brauchen, um Methan zu erzeugen. Da sind wir bei 30 bis 38%. Das heißt natürlich schon signifikante Verluste bei der Speicherung im Vergleich zu einer elektrochemischen Speicherung sind diese Verfahren natürlich nicht konkurrenzfähig. Batterien, die im Bereich von 80 bis 90% Wirkungsgrad bei der Rückverstromung liegen, da können die Gase nicht mithalten. Dennoch sind diese Prozessgase natürlich deswegen interessant, weil wir damit sehr große Energiemengen energetisch speichern können, durch den Einsatz von regenerativen Energiesystemen und damit auch langfristig speichern können. Das ist die große Stärke. Wir haben insbesondere für das Methan eine bestehende Infrastruktur in Deutschland und in Europa zur Nutzung von Methan und damit natürlich auch synthetischem Methan in der industriellen Nutzung, in der energetischen Nutzung. Beim Wasserstoff ähnlich, da lässt sich die Infrastruktur, die bestehenden Gasleitungen zu einem gewissen Maße auch bereits nutzen, sodass also beide Gase, sowohl der Wasserstoff als auch das Methan in der synthetischen Herstellung als Energiespeicher für künftige Energiesysteme dienen werden.